In einem gewissen Alter erinnern die Menschen sich gewöhnlich an Tatsachen aus ihrem Leben. Susa erinnert sich an den Großvater, zufällig ein Holzfäller, der Wälder verwüstete. Das kleine Reservat oder was davon übrig war, lag vor mir. Riesige Berge aus Plastikgegenständen, die Mauern bildeten und einen Landstrich eingrenzten, der sich bis zum Horizont erstreckte. Nach den Ruinen zu urteilen, die man dort sah, musste es ein schöner Ort gewesen sein. Taddeo bückte sich und nahm ein Skelett auf. Von einem kleinen Tier. Ein Hund, eine Katze, ein Hase, ein kleiner Fuchs oder ein Nasenbär. Zerfetzte Fleischreste an den Knochen. Also gerade getötet. Schwer zu schätzen, wann genau. Das Feuer knisterte noch in den umliegenden Häusern. Dächer, Türen und Fenster waren verbogen, alles aus Plaste. Ich zog Taddeo mit mir, er folgte wie ein Automat. Leere Häuser, zerstörtes Mobiliar. Zu unserer Erleichterung kein Hinweis auf Tote. Taddeo suchte nach Überresten von Tieren. Wir sahen Knochen auf der kleinen Straße, auf den Höfen und den Veranden. Zertretene, zerwühlte Gärten. Welche Pflanze sollte noch auf diesem steinharten Boden gedeihen? Eine Frage. Die ganze Zeit stelle ich Fragen. Die Sonne wärmte meinen Kopf, weichte die Gehirnmasse auf. Ich schwöre, dass ich zertretene Pflanzen sah. Richtige Blätter, nicht aus Nylon oder aus Plaste. Richtig grün. Es sei denn, die Experimente in dem kleinen Reservat waren so weit fortgeschritten, dass man künstlich erzeugen konnte, was wirklicher als die Wirklichkeit war. Taddeo, war das eine Pflanze? Ach, ich will nichts davon wissen, lass uns die Tiere suchen. Gut, aber es wird nichts nützen, du siehst, sie haben alles vernichtet. Etwas ist übrig geblieben. Tiere fliehen gewöhnlich, wenn der Wald Feuer fängt. Das weiß ich nur zu gut. Wir suchten eine Stunde lang. Wir durchwühlten Hütten, Käfige, Löcher, verkohltes Gebüsch, Teile von Ställen. Es war nichts übrig. Die Eindringlinge hatten alles zerstört, alles Essbare verzehrt. Ich beobachtete Taddeo. Er kam mir vor wie eine Ruine, größer als das Reservat. In seiner Verzweiflung war er wie versteinert. Glaubst du, es waren die Zivilitäre? Warum sollten sie das getan haben? Gibt es je eine Erklärung für das, was sie tun? Was weiß ich, wer das getan hat? Es ist nichts übrig geblieben, wirklich nichts. 30 Jahre Forschung und nicht ein Halm übrig. Nicht einer, nicht ein Stückchen. Sogar die Pflanzen haben sie vernichtet. Dann waren es richtige Pflanzen? Hast du nicht gesehen, dass es welche waren? Bist du denn im Alter verblödet? Also hör mal, Taddeo, was soll denn das? Ich habe keine Schuld, dass das passiert ist. Ja, ja, ich weiß. Du brauchst mir deshalb nicht auf die Nerven zu gehen. Lass uns weiterlaufen, alles durchsuchen, wenn wir schon hier sind. Es wird nur schlimmer, wenn ich das alles sehe. Der Vogel da, halb angebissen, halb gegessen. Ich weiß nicht. Das hat mich umgehauen. Du bist auch noch überrascht, Taddeo. Wir machten weiter, durchwühlten die Kohle. Kohle? Gibt es denn hier Holz? Durchstöberten die Häuser. Wie in einem mittelalterlichen Krieg. Ein Überfall auf ein Dorf, alles in Brand gesteckt, die Bevölkerung ausgelöscht. Taddeos Zustand war beeindruckend. Die gebeugten Schultern sprachen von der Niederlage. Das Schlimmste war, dass wir gar nicht wussten, was genau geschehen war. Ein Stöhnen. Ich habe ein Stöhnen gehört, Susa. Das war mein Magen, der vor Hunger und Durst grummelt. Nein, das war kein Geräusch aus dem Magen, das war ein Stöhnen. Was fällt dir eigentlich ein, mich anzuschreien? Halt den Mund! Lass uns suchen, jemand hat gestöhnt. Das ist der Wind. Der Wind, spinnst du? Vielleicht, wie du. Psst! Das ist die beste Lösung, den Kopf einfach explodieren lassen, was?
Nun, es ist geschehen. Jetzt geht es darum, wieder von vorn anzufangen, wenn möglich, wenn etwas übrig geblieben ist. Wir fanden den Mann auf dem Bauch unter einem Käfig. Er stöhnte, wenn auch nur noch schwach. Die Eisenstäbe des Käfigs hatten sich in seinen Rücken eingegraben. Ein Mulatte, die Lippen waren vom Durst aufgesprungen. Geronnenes Blut auf dem Boden. Erloschene Augen. Vorsichtig trugen wir ihn unter ein Dach. Die Sonne stach. Wir schwitzten. Wir müssen Wasser finden. Ganz in der Nähe der Place de Berge gab es einen versteckten Tank. Geh mal nachsehen. Steig durch diesen Gang. Möglicherweise findest du ihn. Eine unpräzise Angabe. Ich ging. Ging, um zu gehen. Ich sah die Trümmer, fühlte eine Unruhe in mir. Irgendetwas stieg mir im Magen auf, drückte auf meine Brust. Der Fleck kehrte zurück, braun auf dem Grün, während mein Körper erstarrte. Ich wollte laufen und kam nicht von der Stelle. Braun, grün. Etwas Vertrautes. Es hielt nicht lange an. Wie der leichte Schwindel, den man empfindet, wenn man gelegen hat, plötzlich aufsteht und es einem vor den Augen flimmert. Ich hielt meinen Kopf mit den Händen fest. Ich sah das Loch. Ich hatte es vergessen. Ich hatte gelernt, damit zu leben. Es tut mir nichts, aber es beunruhigt mich. Wie ist es gekommen und warum? Ist das jetzt der Augenblick, darüber nachzudenken? Ich lief weiter, auf der Suche nach dem Reservoir und gelangte an den Rand der Mauer aus Plastikgegenständen. Es war wirklich gut versteckt und enthielt noch etwas schmutziges Wasser. Ich nahm ein Schälchen, das wie eine Schüssel aussah, und schöpfte damit, so viel ich konnte. Es war wenig. Als ich zurückging, hatte ich eine klare Vorstellung von der Zerstörung gewonnen. Die graue Erde nahm kein Ende. Knochen, rauchende Hölzer, Stämme, Abfall. Stämme. Das heißt, hier hatte es wirklich Bäume gegeben. Ich sah zwei oder drei riesige Stämme von einem Meter Durchmesser. Ich konnte es nicht glauben. Wie jene, die früher so gut rochen, in den Tischlereien aufgestapelt waren und darauf warteten, zu Brettern und Balken verarbeitet zu werden. Wie in einem Museum. Ich kratzte mit dem Fingernagel ein wenig an dem verfaulten Material, das den Stamm umschloss. Ich roch daran, um den Duft einzuatmen. Feucht. Merkwürdig. Ich kratzte noch etwas mehr, denn ich wollte die Farbe des Stammes sehen. Und was für ein Baum das wohl war? Unbekannt. Und dabei verstand ich als Junge so viel von Bäumen. Und da sah ich vor dem Stamm und der ausgeglühten Erde meinen Großvater. Ja, meinen Großvater, der mit seinem kurzen, schnellen Schritt daherkam. Er hielt seinen Kaffeebecher in der Hand, einen Becher, den er sich aus einer Kakaodose gefertigt hatte. Nesquik. Er kam an mein Bett. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Er rüttelte mich kräftig. Ein Mann von 60 Jahren, muskulös, aber hager. Durchgerüttelt, sagte meine Großmutter. Ich erhob mich, machte Katzenwäsche, trocknete mich erst gar nicht ab. Ich mochte es, wenn das Gesicht nass war. Das half mir, schneller wach zu werden. Ich stürzte den dünnen, aufgewärmten Kaffee hinunter, den meine Großmutter am Vorabend gekocht hatte. Meinem Großvater und mir machte das nichts aus. Wir tranken auch kalten Kaffee. Er schmeckte uns immer. Ich mag sogar diese künstlichen Kaffeesorten, die sie jetzt herstellen. Ich kann gar nicht genug davon kriegen und verbrauche alle meine Marken dafür. Ich bin sogar fähig, Kaffeemarken zu stehlen. Jawohl. Dann fuhren wir los. Der Lastwagen mit den Arbeitern wartete schon. Mein Großvater nahm eine Säge mit. Sie war größer als ich. Das Blatt gab einen summenden Ton von sich, wenn man damit auf den Schleifstein schlug. Man musste es in einer bestimmten Richtung halten, sonst gab es einen dumpfen Klang ohne Echo von sich. Ich schwöre, ich konnte die Tonwellen in der Luft tänzeln sehen. Die Säge ist mir im Gedächtnis geblieben. Jahre später machte meine Bewunderung einem schleichenden Schuldgefühl Platz.
Taddeo hatte gesagt, das sei typisch für einen Intellektuellen. Die Figur meines Großvaters verblasste. Nur die Säge blieb haften. Wie ein Symbol. Ich kam mir vor wie ein Komplize. Unbewusst verdammte ich meinen Großvater. Und ich warf mir vor, dass ich ihn so oft begleitet hatte. Ich hielt mir vor, dass ich seine Arbeit bewundert und stundenlang vor seiner Tischlerbank zugebracht und beobachtet hatte, wie er mit seinen geschickten, knochigen Händen alles Mögliche machte. Spielsachen, Möbel, Türen und Fenster. Dieses Gefühl hatte ich sehr lange. Als die große Wüste sich über Amazonien ausbreitete, als die große Furche das Land teilte, als die Regenfälle schließlich über Steppengebiete hereinbrachen, die jahrelang kein Wasser gesehen hatten, trieb mich meine Verwirrung an den Rand des Wahnsinns. Ich war außer mir, aufgebracht, ratlos. Natürlich besserte sich das eines Tages. Welch ein Größenwahn, zu glauben, man könnte eine solche Last allein tragen. Ich hatte meinen Anteil, aber jeder von uns den seinen. Wir alle ließen zu, dass es so weit kam, rührten keinen Finger. Aber ich darf die vernichtende offizielle Propaganda nicht vergessen. Die überzeugende UIP. Sie schwebt überall herum und ist in der Luft enthalten, die wir einatmen. Das ist heute unsere Wahrheit. Mehr als ein Vorhang. Eine undurchdringliche Mauer, wie der Spiegel in einem Vergnügungspark, der unser Spiegelbild verzerrt, umkehrt. Dick, dünn, hübsch, hässlich. Diese Unruhe schleppte ich mit mir herum. Ich ließ mich davon zerfressen, fast als Sühne. Welch eine Dummheit. Jetzt erkenne ich, wie sinnlos dieses feindliche Gefühl war. Ich brauchte eine Weile, um den Unterschied zu erkennen. Ganz bestimmt war mein Großvater nicht einfach ein Zerstörer. Ich schwöre, er war keiner. In meinem Kopf entstand eine Leere. Was ich sah und was mein Vater erzählte, verwirrte mich. Denn mein Vater, ein kleiner Eisenbahnangestellter, begleitete uns manchmal, wenn sein Urlaub in die Zeit des großen Kahlschlags fiel. Die Fazenda-Besitzer kamen jedes Jahr zur gleichen Zeit, um Leute zu rekrutieren. Die Lastwagen fuhren sehr früh los. Die Fahrten dauerten erst einen, dann zwei Tage. Jedes Jahr lag der Kahlschlag weiter weg. Die Eisenbahnstrecken drangen ins Hinterland vor, die Fazendas folgten. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war. Ist auch unwichtig. Wir schliefen in offenen Hütten. Es war warm und trocken. Jeden Tag erhielten wir Reis, Bohnen und Fleisch. Die Tiere wurden getötet, gewaschen, ausgenommen und in Salz und Gewürze eingelegt. Tiere, die die Männer in den Wäldern gejagt hatten, die sie nun abholzten. Einmal war ich mit im Wald und sah, wie die Axt den Bäumen weiße und rote Splitter ausschlugen. Ein riesiges V entstand am Fuß des Stammes, bis der Baum fiel. Mein Vater hatte mich auf einen gerade gefällten Stamm mit vielen Ringen gesetzt. Mein Großvater zählte die Ringe einen nach dem anderen und sagte, der war 300 Jahre alt, 80 Meter, nicht leicht zu fällen. Stolz und Herausforderung sprachen aus ihm. Der Stamm war fast wie eine Plattform, ein fantastischer Baum. Und mein Großvater hatte ihn gefällt. Er, mit seinen schwieligen Händen und seinen muskulösen Armen. Ich saß auf den Ringen und betrachtete den Alten. Froh, zufrieden, der Enkel eines Mannes zu sein, der sich nicht einschüchtern ließ. Als ich den ersten Baum fallen sah, stand mein Vater neben mir. Der Krach war so fürchterlich, dass auch die Anwesenheit meines Vaters mir den Schreck nicht ersparen konnte. Ich weinte. Jetzt denke ich, ob es Mitleid war? Nein, das würde heißen, die Gefühle eines Kindes nachträglich mit dem Verstand zu erklären. Bis heute erinnere ich mich noch, wie entsetzlich es war, als der Baum fiel
dieser schutzlose Riese mit abgehackten Füßen stürzte. Herausgelöst, mit ungeheurem Krach zu Boden. Ich weinte und klagte aus Hass, Verzweiflung und Verlassenheit. Als er fiel, hatte ich den Eindruck, als wollte er sich an den anderen festhalten, sich auf die ohnmächtigen Büsche ringsum stützen. Sie waren viel zu schwach, um ihn zu halten. Aber solidarisch. Sie starben gemeinsam, wurden fortgezerrt und vernichtet. Während dieses riesige Etwas sich zu stützen versuchte, schien es sich zu schämen, dass es so hinfällig wirkte, dass es ohne jeden Widerstand gefällt werden könnte. Es brüllte vor Hass. Hätte es sich wehren können? Nein, wie denn? In dieser Verwirrung stürzte der Baum, schleifte alles mit sich, zerfetzte die kleineren Bäume. Das Geräusch seines Krachens erinnerte mich an einen Wasserfall oder an den Bruch eines Staudamms. In Veracruz hatte ich einmal einen Damm brechen sehen. Ein leichter Riss. Das Wasser drang in das Loch ein, vergrößerte es und die Wände barsten. Die Männer verdienten sich damit ihren Lebensunterhalt. Es war nicht einfach Vernichtung. Der Kampf zwischen meinem Großvater und dem Baum war wie ein heftiges Ringen von Angesicht zu Angesicht. Der Mensch gegen den Baum war etwas anderes als die Maschine gegen den Baum. Die Maschine ist entfesselte Gewalt, pure Schlechterei, Vernichtung. Mein Großvater hatte seinen Stolz und glaubte, er müsse den Beruf weitergeben. Sicher kam es ihm nie in den Sinn, dass es einmal einen Augenblick wie diesen geben würde. Ohne Wald, ohne die Verbindung Himmel-Erde, hoch, tief, Finsternis, Licht. Der Mensch gegen den Baum, das war ein langsamer Prozess. Der Wald konnte sich immer regenerieren. Unter der Erde die Finsternis, das tiefe Dunkel. Wie vor der Erschaffung der Welt, sagte mein Vater. Über der Erde das Licht. Der Baum ist die Vereinigung dieser beiden Welten. Er bringt die Luft in die dunkle Tiefe der Erde, damit sie Leben spendet. Daher ist der Baum, so wie das Wasser, ein Symbol der Schöpfung. Die Wurzeln atmen den Humus ein. Der Stamm ist die Achse. Die Zweige herrschen in ihrer Ausbreitung über die irdische Sphäre. Blätter und Blumen gemeinsam mit dem Licht sind unwegbare Kräfte. Ich hörte zu. Mein Vater hatte immer ein dickes Heft bei sich und schrieb viel. Seine krakelige, rückwärts geneigte Schrift war schwer zu lesen. Später nahm ich die Hefte an mich. Ich konnte sie nicht entziffern und versuchte, Hilfe von ihm zu bekommen. In diesen Schriften stand etwas sehr Wichtiges über meinen Großvater, was mich betraf. Mein Vater war jedoch schon taub in der Isolation. Wir konnten uns nicht mehr verständigen, nicht einmal mit Hilfe von Zetteln. Ich verstand seine Schrift nicht. Ich nahm mehrere Anläufe. Es wurde mit jedem Mal schwieriger, ihn zu besuchen. Die Isolation war überbelegt. Es war schier unmöglich, Besucherscheine zu bekommen. Oder redete ich mir das nur ein? Ich entdeckte einen Buchstaben. Zwei Silben, drei, vier Wörter, ein Symbol, eine Zeichnung. Nicht immer ergaben die Dinge einen Sinn. Es schienen mir Notizen für eine spätere Ausarbeitung zu sein. Nächtelang schrieb ich ab, suchte nach Schlüsseln, stellte Vergleiche an. Ich zeigte anderen die Zeichnungen, fand schließlich aber nicht viel heraus. Auf einer Seite war eine Zeichnung von Leonardo da Vinci abgebildet. Ein Schiff mit einem Bären, in der Mitte ein Baum. Mein Vater schrieb dazu: Der Baum ist das Segel, das Leben, die bewegende, anstoßgebende Kraft, die Wirbelsäule, mit Pfeilen in roter Tinte versehen das Ganze. Die Frucht
menschlicher Weisheit ist der Lebensbaum. Diese Notiz war in Grün geschrieben. Dann kam ein lateinischer Satz. Produxit Dominus Deus Lignum Etiam Vitae in Medio Paradisi. Einzelne Notizen. Libanon-Zedern verschwunden und assyrische Rollsiegel. 3000 Jahre vor Christus. Arare. Der Olivenhain. Diese Notiz in Rot. Ich weiß nicht, was die Farbe der Tinte dabei bedeutete. In Schwarz. Arbore Aeo. A. Pfeil. Flüssigkeit. Pfeil. Leben. A. A. Klammer. Auf Deutsch, Klammer zu, Pfeil, Wasser. R, Klammer auf, Geräusch nachahmend, Klammer zu, Pfeil. R, Pfeil, Wasser, das strömt, Strömung, reißender Strom. Berg Ararat in Rot, Arche Noah in Grün. Arbore Re, Schrägstrich Ra, die Sonne, Ägypten. Arbore, Bindestrich. Arterien, Klammer auf, Aqua in Arbore, Klammer geschlossen. A ist gleich Aquavit, Lebenswasser der Erde. R ist gleich resorbiert von der Wurzel. B ist gleich Baumstamm saugt auf. O ist gleich, R, E ist gleich über die Zweige verteilen. Wiederherstellung der Luft durch Absorption von Kohlenstoff durch Feuer. In der Atmosphäre. Ich wusste nicht, worauf er hinaus wollte, in welche Richtung seine Überlegungen gehen würden. Es waren nur Schlüssel, aber für wen? Manchmal ganze Abschnitte unentzifferbar, verschlüsselt. Wenn ich die Bücher aus der alten Bibliothek meines Vaters fände, könnte ich vielleicht einen Anhaltspunkt finden, der mir weiterhelfen würde. Arare in Großbuchstaben und in Rot. Pflügen, das Kreuz umdrehen, Komma. Ara ist gleich Altar, die Erde beackern, ist gleich Mutter. Sie für den Baum zubereiten. Verdoppelung von Ar ist gleich Leben, Strom des Lebens, umdrehen. Dann kam eine bestimmte Überlegung. Umstellen, Ar-Ra ist gleich die Sonne. Also Arare, Bindestrich, der Sonne aussetzen. Jetzt wurde der Text verständlicher. Aus der Erde hervorholen und ans Licht bringen ist gleich Schöpfung. Arare ist Leben erschaffen. In Grün kam eine endlos lange Liste mit Wörtern. Ich lernte sie alle auswendig. In meiner Begierde las ich sie wieder und wieder, wie eine Litanei. Es waren wohlklingende, weiche, bauchige Wörter. Wie Arpari zum Beispiel. Vielleicht war ich noch zu sehr Kind, um zu erfassen, was die Erwachsenen sagten. Aber dann dachte ich nicht weiter darüber nach. Als Erwachsener erinnerte ich mich manchmal daran. Jetzt aber kam all das wieder, vor allem dieses Unwägbare. So wohlklingend, sanft, aufreizend. Völlig undurchdringlich. Ich steckte meinen Fuß gern in die weiche Asche. Es war eine dicke Schicht, weich wie Baumwolle, schön warm, und mein Fuß richtete sich dort wohlig ein. Wir liefen, bis wir in die Mitte des Geländes kamen. Alles abgeholzt, aber genau in der Mitte hatten sie viele große Bäume stehen lassen. Eine Insel. Dort herrschte Schweigen. Ich war nie dabei, mein Großvater erzählte mir davon. Auch mein Vater nicht, verbotenes Ritual. Das ist nichts für Kinder. Je mehr Urwald fiel, desto weiter entfernten sich die Tiere von den Menschen und dem Lärm. Sie fanden sich in einer Gegend ein und blieben dort, als warteten sie auf etwas. Alle zusammen, als wüssten sie etwas. Die Holzfäller ließen diesen Wald zum Schluss stehen. Da gab es alles. Beutelratten, Kapuzineraffen, Satansaffen, Gürteltiere, Ratten, Tapire, Packers, Jaguare, Schlangen,
Fischotter, Rehe, Hasen, Fledermäuse, Igel, Wasserschweine, Meerschweinchen, Wildhunde, Frettchen, Kutschiers, Wildschweine, Agutis, Wolfshunde und sogar einige Faultiere. Alle zusammen, ohne Streit, ohne Rivalitäten. Sie warteten, zusammengedrängt, warteten. Und eines Tages dann große Aufregung. Die Männer polierten und ölten ihre Flinten und stellten sich um den Wald herum auf. Übergroße Stille senkte sich herab. Jemand gab Feuer, Rauch stieg auf. Sobald die Tiere auf das gerodete Land hinausliefen, wurden sie getötet. Ganz einfach. Viel Fleisch wurde gleich am Ort verzehrt, anderes eingepökelt, in der Sonne getrocknet und mit nach Hause genommen. Manche Männer interessierten sich nur für Jaguarfelle oder die Haut des Tapirs. Am Ende des Tages blieben nur die Knochen für die Geier übrig. Und später zermalmten die Pflüge die Knochen und mischten sie als Dünger unter die Erde. Und genau das sehe ich auch hier. Verbrannte Erde, übersät mit Knochen, von Asche bedeckt. Wiederholung. Nichts Neues. Ich trage dieses bisschen schmutzige Wasser zu dem Verwundeten. Ob es nützt? Er braucht einen Arzt. Der hagere Mulatte trinkt gierig. Ihm ist es gleich, ob das Wasser schmutzig ist oder nicht. Er will Flüssigkeit. Tadeo blickt noch immer hilflos um sich. Ich muss allein durchhalten, beide mit zurücknehmen. Aber wie? Wie soll ich über die Schnellstraße kriechen und dabei noch einen Mann mitziehen? Oder ihn hier lassen? Wie fühlen Sie sich? Besser? Er stöhnt, öffnet die weißen, glasigen Augen. Plötzlich springt Tadeo auf ihn zu, er greift ihn am Hemd und rüttelt ihn. Ich sehe, wie aus den Löchern in seinem Rücken, wo die Stäbe eingedrungen waren, Blut fließt. Ohne Schwierigkeiten ziehe ich die Stäbe heraus. Tadeo scheint zu fantasieren. Komisch, der Verwundete wirkt durch diesen Angriff wie belebt. Bist du verrückt geworden, Tadeo? Er muss mir alles erzählen! Wir sollten ihn in die Stadt bringen. Erst will ich alles wissen! Der Mann verblutete langsam. Die Augen erhalten wieder ihre normale Farbe, gelblich. Er scheint Tadeo zu erkennen. Oder vielleicht flößt ihm unsere Gegenwart, unsere Sorge um ihn Vertrauen ein. Ich lehne seinen Kopf an mein Bein und gebe ihm den Rest Wasser. Er spuckt. Jetzt scheint er zu merken, dass das Wasser schmutzig ist. Können Sie sprechen? Sprechen Sie wenig. Wir fragen Sie bewegend den Kopf, ob ja oder nein. Haben Sie verstanden? Er nickt. Wer war hier? Die Zivilitäre? Er schüttelt den Kopf. Das neue Heer? Er schüttelt den Kopf. Leute vom System? Er schüttelt den Kopf. Wer denn dann? Leute. Lager. Die Leute aus den Lagern? Mein Gott, das Volk aus den Lagern hat angefangen. Womit haben sie angefangen, Tadeo? Sie weichen der Kontrolle aus. Das musste ja so kommen. Also sind sie gekommen, haben getötet und gegessen. Es war ihr gutes Recht, man kann ihnen das nicht vorwerfen. Kennst du die Lager? Nein, aber das rechtfertigt nicht, was sie hier getan haben. Auch nicht, wenn sie sterbenshungrig waren. Das hier war ein elitäres Reservat. Was soll denn das, Tadeo? Und die wissenschaftliche Arbeit, die Erhaltung der Arten? Hatte das denn einen Sinn, Susa? Das frage ich mich ja gerade und es verwirrt mich. Wo liegt der Sinn? Natürlich hat das einen Sinn. Bist du denn verrückt geworden? Was ist denn wichtiger, die Erhaltung der Tiere oder die ausgehungerten Menschen? Niemand kann darauf antworten, denn das ist keine Alternative. Es ist eine völlig anormale Situation. Sie sollte anormal sein, das ist sie aber gerade nicht. Das ist unser Alltag, Susa, die Realität. Menschen, die neben uns sterben, ohne dass wir etwas tun können. Können wir wirklich nichts tun?